Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst. Herzlich willkommen an Sie alle und ich freue mich heute wirklich riesig über den Podcast, bei dem es nämlich um nichts Geringeres geht als um ein großes Thema, das mir sehr am Herzen liegt, um unsere Seele und darum, wie sehr sie in Wahrheit alles in unserem Leben bestimmt, auch wenn es uns nicht bewusst ist und wie unglaublich sicher und klar sie uns führt, wenn wir ihrer Sprache und das ist unsere Intuition, das ist die Sprache der Seele, wenn wir der vertrauen. Und ich kenne wenig Menschen, die so konsequent ihrer Intuition vertrauen und im Alltag selbst wirklich bei größten Entscheidungen folgen, wie die Autorin, spirituelle Lehrerin und Künstlerin und meine Freundin Sabrina Fox, mit der ich heute hier im Podcast spreche. Lassen Sie sich von ihr in ihrer ureigenen Art, die ich so schätze, aus Offenheit und Klarheit, aber auch mit viel Humor inspirieren, ihrer Intuition jenseits von Verstand, Wissen, Sicherheitsdenken und Logik, all dem, was uns da immer beigebracht wurde, viel mutiger zu folgen und dadurch ziemlich verblüffende Verbesserung und Klärung in ihrem Leben zu erleben. Ja, herzlich willkommen, liebe Sabrina. Jetzt habe ich dich mit all dem vorgestellt, aber vor allen Dingen bist du ja in meinem Leben meine Freundin. In meinem auch. Nicht nur, dass ich meine Freundin bin, auch du bist meine Freundin. Aber die anderen, die ich habe nämlich eben, ich hatte so einen Spaß gerade, bevor ich kenne dich ja so als in Anführungsstrichen völlig normales Wesen und hübsche Frau, aber ich habe es mir angetan zu googeln. Und viele kennen dich ja als spirituelle Lehrerin und unzählige haben ja deine Bücher über Engel gelesen und die haben dann so ein Bild von dir. Aber damals, als wir beiden noch so richtig jung waren und als es Dauerwellen gab und als du noch Sabrina Nadlinger geheißen hast und, was viele nicht wissen, richtig große Samstagabendshows moderiert hast in so richtig glitzernden Kleidern mit hochtopierten Haaren. Ich empfehle allen, die Schulterpolster. Also bitte mal googeln, Sabrina Lallinger, es ist wie ein Wesen vom anderen Stern. Was hättest du damals geantwortet, wenn dich jemand gefragt hätte, ob du deiner Seele folgst? Ich hätte damals gesagt, ich habe mit diesem Leben schon genug zu tun. Ich will mich nicht um anderes Zeug kümmern. Also ich bin natürlich bin ich auch meiner Seele gefolgt, ich wusste es noch nicht. Okay, okay. Würdest du sagen, dass alle Menschen, auch die sagen, ich gucke lieber Samstagabendshows oder den Tatort und mit diesem ganzen Esokram habe ich nichts zu tun, dass sie trotzdem auf eine gewisse Art ihrer Seele folgen? Ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden. Ich habe ja keine Seele, sondern meine Seele hat mich. Also sprich, die Seele ist alles in mir und um mich herum, die sich eine Persönlichkeit erschaffen hat, nämlich mich mit diesem Körper, nämlich diesen. Und dadurch gehe ich durch dieses Leben, mache die Erfahrungen, die ich, meine Seele möchte auch, dass ich sie mache. Und deshalb, glaube ich, lässt sich das gar nicht vermeiden, ob du jetzt wach dabei bist oder nicht wach dabei bist, ist eigentlich egal. Aber du machst, auch jeder von uns, das wissen wir ja selber, auch früher, wo Meditation für dich auch noch ein Fremdwort war. Ich hatte auch Dauerwelle, Sabrina. Ich hatte jetzt keine Samstagabendshow, als ich Dauerwelle hatte, aber Dauerwelle hatte ich auch. Und ich glaube halt einfach, dass das dazugehört. Das ist ein Planet, in dem wir sowas ausprobieren. Und ich finde das wahnsinnig spannend, Leben zu lernen. Du bist schon wieder so schnell. Du hast jetzt schon wieder so viele wichtige Sachen gerade alle gesagt. Ich muss die erstmal wieder auseinanderfisseln. Du hast gesagt, wir haben keine Seele, wir sind unsere Seele. Oder besser hast du gesagt, Habe keine Seele, meine Seele hat mich. Genau, kannst du das mal in aller Ruhe für uns erklären, was du damit meinst? Ja, oft ist es ja so, dass wir das Wort Seele mit Psyche verwechseln. Also besonders, wenn wir sagen, meine Seele ist krank. Das bedeutet eigentlich, meine Psyche ist krank. Das ist Teil meiner Persönlichkeit, die damit Schwierigkeiten hat. Ich als Seele habe kein Gefühl.
Also ich habe keine, ich bin nicht glücklich und traurig und angestrengt und einsam, sondern ich als Seele weiß, dass ich für immer bin. Wie wir aus der Wissenschaft wissen, nichts kann, eine Energie kann nicht neu kreiert oder sterben. Also wenn was da ist, ist was da. Das ändert sich, aber es ist da. Und das heißt, ich habe aber als Seele, die immer lebt und für ewig ist, ich glaube an die Reinkarnation, mir ab und zu ein Leben, dazu brauche ich einen Körper, dazu brauche ich eine Persönlichkeit und die suche ich mir zusammen aus dem, was ich aus diesem Leben lernen will. Also angenommen, ich will lernen, wie Berühmtheit geht. Ich will lernen, was sind die Herausforderungen von Ja sagen, Nein sagen, mich so zeigen, wie ich bin. Dann brauche ich irgendein Talent, für das ich berühmt sein kann. Na gut, heute vielleicht nicht mehr so, aber früher brauchtest du noch ein Talent. Und sagen wir mal, du willst Sängerin werden, dann brauchst du eine Stimme, dann brauchst du einen genetischen Pool, der das auch irgendwie hervorbringt. Kann. Und so suche ich mir dann meine Eltern aus, aufgrund dessen, was ich erleben will. Und nicht jede Eltern, wie wir beide sehr wohl wissen, haben einen Ponyhof. Sondern trotz allem lernen wir aus einer unglücklichen Kindheit, lernen wir enorm viel. Kann ich da noch mal kurz auf deinen Ponyhof kommen? Ja. Viele Menschen haben ja, ne, du giltst als spirituelle Lehrerin und viele Menschen haben so Vorstellungen von spirituellen Menschen in einem spirituellen Leben und davon, wie so ein spirituelles Leben mit Räucherstäbchen garantiert ohne Spaß und mit ständiger Stille so geht. Ich muss sagen, ich liebe mein spirituelles Leben genauso wie du deins und ich liebe die Stille und ich finde es unendlich entspannend, auch mit Menschen so in Kontakt zu sein, wie wir beide das können. Wir können einfach über all diese Dinge reden. Aber ich möchte super gerne diese arme Spiritualität so gerne aus all diesen engen Vorstellungen sowohl von der einen als auch von der anderen Fraktion befreien. Und dein Lebenslauf ist, ne, angefangen nicht auf dem Ponyhof, sondern im sozialen Wohnungsbau in München, bis hin zu einem schillernden Leben. 16 Jahre hast du in Los Angeles gelebt. Du hast früh familiäre Dramen erlebt. Du hast finanzielle Sorgen in größten Nöten erlebt. Du bist berühmt geworden. Du hast super viel Erfolg gefunden. Du hast Reichtum gelebt, so richtig. Du warst mal Sekretärin, du warst Fotoredakteurin, du warst Fernsehmoderatorin. Also ich würde jetzt mal sagen, du könntest sagen, dass du einigermaßen einen Überblick über die Möglichkeiten des Lebens gewonnen hast. Schön gesagt, Eva. Was würdest du sagen, was hat dich denn auf dieser Reise in Kontakt mit deiner Seele gebracht? Braucht es da bestimmte Umstände? Gibt es Umstände, die förderlicher sind, wo die Seele sagt, ah, jetzt ist hier nett, ich zeig mich mal? Wie würdest du sagen? Also bei mir ging es, der hauptsächliche Schritt war, dass ich Selbstverantwortung übernehmen musste für mich selber. Und das war nicht so ganz einfach, weil ich war der felsenfesten Meinung, die anderen sind an allem schuld. Ja. Gut, ich bin nett und ich bin, wenn alle so nett wären wie ich, hätte die Welt keine Probleme mehr. Und ich dachte mir, ja, ich brauche nur die richtigen Leute, den richtigen Mann, die richtigen Freunde, den richtigen Job und alles ist gut. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, nach einer Krise, wir lernen ja meistens aus Krisen, Moment halt, vielleicht, jetzt latsche ich schon wieder in dasselbe Problem, vielleicht hat es auch was mit mir zu tun, wie ich mich verhalte und benehme. Und prompt hatte das auch. Also ich habe dann plötzlich gemerkt, was ich alles für unglaubliche Eigenschaften habe. Also ich habe zum Beispiel irrsinnig viel gelogen und geschwindelt. Ich war extrem nachtragend. Ich war schnell beleidigt. Ich war gelegentlich wirklich sehr kleinlich. Ich habe so wie eine Schauspielerin in meinem eigenen Leben gelebt, so nach dem Motto, welche Art Frau darf es denn heute sein? Also in mir war, glaube ich, keine authentische Zelle. Sondern du merkst, dass das nicht authentisch ist, weil wenn wir erstmal in was drin sind, dann halten wir uns ja für das. Ja, ich habe das auch lange nicht gemerkt. Das ist wie so ein Zwiebelschälen. Weißt du, irgendwann mal machst du die äußere Schale auf, da denkst du, ah, da ist ja noch eine, dann machst du die nächste Schale auf. Ups, da ist ja noch eine. Und du verfeinerst dich. Das ist so wie ein Erblühen. Also du bist zuerst die Knospe, starr, fest, dicht. Ich habe auch immer gedacht, ich bin zu sensibel für diese Welt.
gibt es übrigens ein sehr nettes YouTube-Video dazu, zu sensibel für diese Welt, ich kann mich nicht zeigen, ich muss mich schützen. Und wie ich dann angefangen habe, Stück für Stück diese eigenartigen Glaubensbekenntnisse, die natürlich aus der Kindheit kommen, loszulassen, erst dann kannst du erblühen. Und wie du schon vorher sagst, spirituelles Leben ist in erster Linie ein Leben in Freude. Aber meine Erfahrung ist, nochmal einen Schritt, bevor die Freude kommt, zurückzugehen, dass also viele, die ich kenne, die kommen in Kontakt mit dieser Seele, die sie auch sind, wenn es eigentlich richtig bescheiden bis beschissen läuft. Ja, also so wachen wir auf. Weil plötzlich werden wir auf, das ist so ein Weckruf der Seele, wo die Seele sagt, Schatzel, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte, jetzt müssen wir mal nachschauen. Und dann, die Intuition schickt uns ja schon Vorwarnungen. Das ist vielleicht nicht gut, das funktioniert vielleicht doch nicht so ideal. Und dann hören wir nicht zu. Also spirituell bedeutet ja eigentlich auch, dass du viel mehr auf deine Intuition hast, also viele Dinge auch nicht mehr erleben musst, weil die schon vorher gelöst werden können. Und dann fängst du an, dich zu mehr Wachheit zu entwickeln. Und in dem Moment, wo du das tust, erkennst du natürlich sehr viel mehr über dich selber. Das ist ja auch immer deine Arbeit, weißt du, ihr macht ja auch die Arbeit mit euren Paaren oder mit, besonders deine Arbeit mit den Frauen. Es geht um die Selbsterkenntnis. Was brauche ich? Was will ich? Wo sage ich zu oft ja? Wo sage ich zu selten nein? Was macht mir wirklich Spaß? Was macht mir wirklich Freude? Und will ich so weitermachen? Ja, und auf diesem Weg, also das ist klar, dass jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, das ist meine ganz große Leidenschaft. Was ist wirklich meins und wo spiele ich das Spiel mit? Ja. Dieses, ich weiß, ne, durch dein Leben, du sprichst und verstehst fließend Englisch, aber für mich bist du ja auch eine, die ziemlich gut noch so eine andere Sprache, nämlich die der Intuition, versteht. Was würdest du den Frauen sagen? Wie lernt man diese Sprache? Was muss man da tun? Wie erkenne ich die Signale meiner Intuition und damit sozusagen meiner Seele? Also ehrlich, also grundsätzlich glaube ich, dass wir alle irrsinnig gescheit sind. Also jeder von uns weiß sehr wohl und sehr genau, was er braucht. Wir schauen manchmal nicht hin. Das ist eine andere Sache. Aber wissen tun wir es. Wenn wir in einer Beziehung sind, die uns nicht gut tut, und wir drinbleiben, weil wir aus irgendeinem Grund hoffen, das löst sich aus irgendwie, morgens wacht er auf und dann wird er wieder großartig sein, wie ich ihn damals kennengelernt habe, das passiert halt nicht. Also wir wissen sehr wohl, was uns gut tut und was nicht. Und die Herausforderung ist oft, das auch zu tun, sich selbst der beste Freund, die beste Freundin zu sein. Das ist eigentlich die größere Herausforderung. Weil wir glauben, das ist egoistisch und das darf man nicht. So sind wir alle erzogen, oder viele von uns sind ja so erzogen worden. Was würdest du einer Frau raten, die so innerlich immer wieder so, hallo, U-Turn, hallo, U-Turn, dieser Weg hier geht nicht weiter, wenn das Navi so immer lauter spricht. Was würdest du ihr sagen von deinem Lebensweg? Was braucht es, dass du dann dieser Intuition folgst? Einfach weiterfahren. Irgendwann einmal ist dieses Hallo umkehren so verdammt laut, dass du umkehrst. Also es braucht manchmal so wirklich diesen Knall, dass der Schmerz, ich habe eine Freundin gehabt, die rief mich regelmäßig einmal im Monat an und sagte mir, mir geht's so schlecht. Und das ging dann, hat sie mir erzählt, wie schlecht sie geht und ich habe ihr zugehört und mir ging es dann schlecht anschließend. Und das ging über Monate. Und irgendwann dachte ich, ja, das bringt uns jetzt nicht weiter. Ich wollte auch nicht mehr wie ein Abfalleimer benutzt werden. Und eines Tages rief sie mich an und sagt, mir geht's so schlecht. Dann sage ich, wie schlecht geht's dir denn so von 1 bis 10? Pause an der anderen Leitung. Wie? 1 bis 10? Also geht es dir so mittelschlecht 5? Geht es dir so ganz schlecht 9? Geht es dir nur ein bisschen schlecht 2? Dann sagt sie, mir geht es wirklich schlecht, wirklich ganz schlecht. Und dann sagte ich zu ihr, geht es dir schlecht genug, dass du was ändern willst? Mhm. Pause in der anderen Leitung und dann sagte sie, nee, so schlecht geht es mir noch nicht. Mhm. Und dann sagte ich zu ihr, pass auf, dann ruf mich wieder an, wenn es dir schlecht genug geht und dann helfe ich dir. Ja. Und 6 Wochen später rief sie nochmal an und sagte nur einen einzigen Satz. Jetzt geht es mir schlecht genug.
Ja, ich glaube, das kennen die allermeisten Frauen mit ihrer Freundin und das kennen auch die allermeisten Frauen mit sich selbst. Sag mal, du bist ja nun schon trainierter im Umgang mit all dem. Du machst das schon so viele Jahre und Jahrzehnte. Ich kenne viele Leute, die finden das mit ihrer Intuition irgendwie ganz interessant und die sagen dann, oh, meine Intuition hat mir gezeigt. Das ist aber dann so ein bisschen wie so ein spiritueller Spielplatz. Wie sehr bindest du denn wirklich die Signale und die Zeichen deiner Intuition in dein Alltagsleben ein? Wie sehr vertraust du wirklich auf das, was du jetzt nicht mit Fakten belegen kannst, was glockenglasklar logisch vor deinem Verstand ist, sondern wo du so ein inneres Gefühl hast, das dir sagt, oder ja? Also zu 98% und die 2%, wo ich nicht drauf höre, denke ich mir jedes Mal, wann höre ich endlich 100% drauf? Ja. Aber es ist natürlich, das Hören und das Tun sind ja zwei verschiedene Sachen. Also ein anderes Beispiel, ich bekam eine super teure Mieterhöhung, du kennst die Geschichte schon. Oh. Und dann habe ich meditiert drüber und habe gesagt, und da stelle ich eine Frage, weil alles, was mir passiert, passiert zu meinem Wohl. Es gibt einen Grund, warum mir das passiert. Und dann habe ich gefragt, warum passiert das jetzt? Diese Mieterhöhung hätte ja schon Jahre vorher kommen können. Und dann kam ein einziger Satz hoch und jeder von uns kriegt seine Intuition ein bisschen anders. Das sind manchmal Sätze, manchmal Gefühle, manchmal Bilder. Und der Satz war, damit du dich bewegst. Daraufhin habe ich mich hingesetzt, einen Brief geschrieben und gekündigt. Ich traf meine Nachbarin und sagte eine Stunde später, du pass auf, ich ziehe leider aus in 3 Monaten, ich habe eine teure Mieterhöhung bekommen und in meiner Meditation hieß es, ja, ich muss mich bewegen. Und dann schaut sie mich an und sagt, machst du immer, was du in deiner Meditation hörst? Und dann sage ich, ja, du nicht. Also bei mir ist es auch so, es hat sich als bewiesen dargestellt. Man muss die Sachen ja ein paar Mal ausprobieren, um festzustellen, ich bin ein großer Fan von Ausprobieren. Wenn das nicht funktioniert, dann merke ich das schon. Aber ich glaube, dass wir oft, weißt du, du sitzt und meditierst oder gehst in die Stille und hast eine Frage oder möchtest was einspüren und dann kommt was hoch und dann stehst du da und denkst dir, ja, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Und dann schickst du es wieder durch dein Hirn. Also dieses Annehmen, was kommt, ist ja auch oft etwas, was wir nicht zulassen. Mm, klar. Und Intuition ist ja nicht nur, entschuldige Eva, Intuition ist ja nicht nur, meine Intuition, das wissen wir alle, wir gehen in einen Raum rein und wir erspüren uns als, da fühle ich mich wohl oder da fühle ich mich nicht wohl. Da hat der Verstand noch überhaupt nichts gesehen oder nichts registrieren können. Mein Körper sagt mir von dem energetischen Feld, was ich erspüre, ja, das ist nett hier oder nein, das ist nicht nett hier. Das kann der Verstand nicht beantworten. Der hat nicht die Kapazität dazu. Das finde ich nochmal ein ganz wichtiges Thema, was du gerade gesagt hast mit dem Körper. Also ich kenne ich kenne unzählige Frauen, die sich so im Laufe ihres Lebens, im Laufe der Jahre tatsächlich immer näher gekommen sind, die auch so immer mehr diesen Kontakt haben, ihre inneren Signale spüren, aber und auch so sich einem spirituellen Leben verpflichtet haben. Aber ich kenne unglaublich viele, für die heißt es so aus dem Körper flüchten, aus dem Kontakt hier, aus dem, ich sage mal, die sind so, die wie so verflüchtigt. Ja. Wie wichtig ist der Körper für die Seele? Mein Körper ist die Liebe meines Lebens. Das ist das Erste, was da ist, wenn ich in dieses Leben eintrete und das Letzte, das ich verlasse. Nichts auf dieser Welt wird mich so lange begleiten wie mein Körper. Keine Beziehung, kein Mann, kein Kind. Und mein Körper ist mein Instrument. Das heißt, es ist mein Barometer. Es sagt mir genau, wie ich mich fühle. Es sagt mir genau, ob ich mich wohlfühle. Es sagt mir genau, wie es mir geht. Da kann man nichts, man kann sich nur vom Körper, wie du sagst, abtrennen, damit man es nicht mehr spürt. Also ich kann mir 3 Espressi bestellen, statt dass ich mich hinlege und eine Stunde schlafe. Mein Körper sagt, er braucht Ruhe. Mein Verstand sagt, sorry, geht gerade nicht.
drei Espressi reinhauen. Auf Dauer beleidigt das den Körper. Auf Dauer sagt der Körper, okay, wenn du mir nicht zuhören willst, dann lasse ich es halt. Bis es eben dann irgendwann mal später der Körper sich weiter meldet und dann sehr viel intensiver meldet, weil er sagt, sorry, so kann das nicht weitergehen mit uns. Und dann, ja, passiert halt was, wo wir uns dann wirklich drum kümmern müssen. Was glaubst du, damit wir so eine gute Beziehung mit unserer Seele führen, ein nahes Seelenleben, was brauchen wir dazu, um den Kontakt zu pflegen? Also ich höre, wir brauchen den Körper und wir brauchen es, dass wir ihm lauschen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Zeit und da kommt die stille Zeit dazu. Also wirklich auch Zeit mit uns selber zu verbringen. Wir erkennen sehr genau, ob wir das Leben durch die Augen der Seele oder durch die Augen der Persönlichkeit betrachten. Also wenn ich mein Leben durch die Augen der Persönlichkeit betrachte, dann sehe ich, der ist richtig, der ist falsch, das ist gut, das ist schlecht, das will ich nicht, das will ich schon, das ist furchtbar, also ich beurteile dauernd. Das ist auch Aufgabe des Verstandes. Aufgabe des Verstandes ist, dauernd zu beurteilen, ob ich sicher bin, um diesen Körper am Leben zu halten. Das ist Aufgabe des Verstandes. Meine Seele schaut sich das alles an und sagt, das sind ja aber interessante Leute. Wie kommen die nur auf so eine Idee? Das will ich näher erfahren. Interessant, wie sich jemand verhält. Also für mich ist es immer, ich benutze das Wort interessant dafür, dass wenn ich etwas anschauen kann und mit interessant alles in mir ist neugierig und interessiert daran, dann betrachte ich das durch die Augen meiner Seele. Wenn ich sage, scheiße, abwischen, schlecht, böse, furchtbar, schlimm, dann schaue ich durch meine Persönlichkeit. Nochmal zurück, das heißt, damit ich mehr durch die Seele schaue und mehr mit diesem neugierigen, offenen Blick ins Leben schaue, also mit diesem Blick von innen, ich brauche Stille. Wie müssen die Leute sich dein Leben vorstellen? Wie viel Raum gibst du dem, der Stille, diesen Fragen an deine Seele? Also ich meditiere mindestens zweimal am Tag und ich habe zwei Arten von Meditationen. Die eine Meditation ist schlichtweg einfach nur das wohlig in sich sein. Da geht man in den Körper wie in eine Badewanne, weißt du. Da ist so, ach, ist das schön in mir, ach, ich fühle mich wohl. Das kann man auf tausende Arten machen. Aber in der Regel ist es so, dass ihr macht ja auch sehr viel Meditationen, die ihr auch selber großzügig auch verteilt. Es geht auch darum, dass man sich einspürt, den Atem spürt, sich selber spürt, was bewegt sich in mir. Das ist die eine Art und die hauptsächlichste Art meiner Meditation. Ab und zu habe ich Fragen. Und wenn ich Fragen habe, die sind meistens der Natur, warum passiert etwas hier oder ich habe etwas noch nicht verstanden. Jeder von uns hat ja immer mal wieder Sachen, wo er gelegentlich sich den Kopf einschlägt oder denkt, jetzt kommt es schon wieder hoch. Und da denke ich mir, okay, was will mir das sagen? Warum zeigt sich das mir? Und dann gehe ich in die Stille und habe eine Zwiesprache mit mir. Manchmal habe ich Zwiesprache mit meinem Körper. Gestern hatte ich eine Zwiesprache mit meinem Verstand, weil ich gesagt habe, Schatzel, du wirst mir zu aktiv mittlerweile. Du musst mehr runterfahren. Und wir hatten ein sehr nettes Gespräch miteinander. Und das sind dann die Bereiche, die... Was braucht der Schlingel denn, um runterzufahren? Was hat er dir gesagt? Meiner war so herrlich. Ich habe mit meinem Verstand, spreche ich ja gelegentlich, und meiner war so wie so ein Golden Retriever, weißt du? Weißt du, wie so ein Hund, der dachte, auf sein Schreckchen wartet. Das war sehr komisch. Und dann stand es so da und sagte, okay, was kann ich für dich tun? Und sage ich, Schatzel, wir müssen jetzt ein bisschen runterfahren. Dann sagt er, das mache ich doch, wenn du meditierst, bin ich immer ganz brav. Dann sage ich, ja, das weiß ich, aber ich spüre mich auch so oft ein und da machst du immer noch so ein Nebenprogramm. Und da war er irgendwie, ja, aber ich muss doch aufpassen, damit nichts passiert. Also es war ein längeres Gespräch, das wir hatten, hat so 20 Minuten gedauert. Aber wir haben uns, alle Bereiche in uns sind ja zu unserem Vorteil da. Die wissen nur manchmal nicht, dass es noch andere Teammitglieder gibt. Hm. Also, die denken, ich habe so eine Frau Obrigkeitshörig. Früher dachte die Frau Obrigkeitshörig und die Frau Pflichtbewusst, wir sind die Einzigen hier.
Und wir müssen das Schiff schon schaukeln. Ich habe aber noch eine Frau Freude, ich habe noch eine Frau Kreativität. Also ich habe noch einen Haufen anderer Bereiche in mir, die auch Platz brauchen. Und mein Körper hat selbstverständlich sehr weit oben. Und die müssen miteinander reden. Und das kann man so richtig innerlich bildlich machen. Das funktioniert erstaunlich gut. Also Achtung, ich für alle, die jetzt denken, oh Gott, die beiden haben hier Persönlichkeitsstörungen, multiple Persönlichkeiten am laufenden Band. Ich kann das nur unterschreiben. Das ist so hilfreich, wenn man einen Anteil so herauspuzzelt aus sich und nicht sagt, ich bin gerade, mein Leben ist gerade, sondern da ist oft ein Teil, der will das Beste, aber wenn mein erster Chef pflegte zu sagen, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Aber das, was sein Bestes ist, ist für mich hier als erwachsene Frau gerade ein Albtraum. Und da ist es so wichtig, dass wir diesen Teil mit in unsere Realität nehmen und ihn teilhaben lassen an dem, was wir gerade wollen. Also hat nichts mit multipler Persönlichkeit zu tun. Sabrina ist astral normal hier in dieser Welt. Naja, normal. Was ist schon normal? Sag mal, wie sehr, das ist ja auch so ein Thema von ganz vielen Frauen, das ist okay. Also ganz oft kommen zu uns in die Arbeit Frauen, die sagen, ach wissen Sie, ich bin einfach schon so viel weiter in meiner Entwicklung. Mein Mann, der kapiert das einfach alles nicht und deswegen geht das auch alles nicht. Ich kenne einfach so viele Frauen, die sagen, ich bin mir näher gekommen, ich kenne meine Seele, ich folge meiner Seele, ich meditiere, aber ich kann das Leben mit meinem Mann deswegen kaum noch aushalten. Und sie haben das Gefühl, so wir beiden fahren in ihre komplett entgegengesetzte Richtung. Wie geht deiner Meinung nach Seelenleben und Beziehungsleben zusammen? Ja, das ist, also es gibt ja in der Bereich der spirituellen Entwicklung immer so einen kurzen Bereich, der nennt sich spiritueller Größenwahn. Und in dem spirituellen Größenwahn sind wir der Meinung, wir wissen alles besser. Und meine Schwester hat das mal so nett ausgedrückt, sie schaute mich mal an, das war irgendwie vor 25 Jahren, und sagte, hat dich der Papst jetzt schon heilig gesprochen? Weil ich so völlig geschwebt bin, ich habe nur noch milde gelächelt und dachte, das ist Spiritualität. Und also es war ein bisschen anstrengend, nicht nur für meine Umgebung, sondern eben auch für mich. Also das gibt es natürlich auch. Es gibt diese Phase, wo wir glauben, jetzt weiß ich es, jetzt habe ich alles durchschaut, jetzt bin ich eigentlich ziemlich perfekt und mit dem Trottel, mit dem ich verheiratet bin, mit dem kann ich sowieso nichts mehr anfangen. Das ist ein Bereich. Es gibt ja verschiedene Frauen und verschiedene Möglichkeiten. Das kann sein. Also wenn Sie so sind, schauen Sie sich das an, haben Sie Phasen von spirituellen Größenwahn. Die zweite Phase ist, ich bin entwickelter als mein Mann. Die zweite Phase ist, er will sich nicht ändern. Der hat diese Frau geheiratet, die war damals so und jetzt macht sie was anderes, damit will er nichts zu tun haben. Jeder muss seinen eigenen spirituellen Weg finden. Und man kann niemanden, und glaub mir es, Eva, du weißt es, ich habe es probiert, es ist völlig ausgeschlossen, jemanden da mitzuschleppen. Wenn ich Vorträge halte, sage ich immer, und da sind ein paar Männer drin, dann sage ich immer, wer von Ihnen ist freiwillig hier? Das sage ich auch, aber ich muss zugeben, früher waren das zwei Hände. Und das genau, manche sind freiwillig. Aber heute sind es echt immer mehr. Also ich finde, dass diese Welt in so einem unvorstellbaren Umbruch ist, dass ich genau das glaube, was du gerade gesagt hast, dass wir Frauen an einer bestimmten Stelle jetzt sogar wirklich mal nachziehen müssen und also sozusagen der Realität nachfolgen müssen und merken müssen, A, Männer sind total anders, sind ja Männer, aber B, haben die ihren eigenen Weg in die Öffnung und da gibt es immer mehr. Absolut, das stimmt, aber es ist natürlich auch so, dass
In Paarsituationen braucht es eine gemeinsame Entwicklung. Die muss nicht gleich sein und die Aber muss eine Entwicklung, total. Gleichzeitig sein. Aber es muss eine Entwicklung stattfinden. Und wenn die nicht stattfindet, muss man sich aus dieser Beziehung lösen. Absolut. Ja, weil wenn diese Entwicklung nicht stattfindet, ich will nicht 20 Jahre mit einem Mann zusammenleben, der dauernd zu mir sagt, ich bin auf dem falschen Weg und will damit nichts zu tun haben. Das bringt auch nichts. Und eine Entwicklung, jedes Paar entwickelt sich mit einer, also entwickelt sich und das kann man auch gemeinsam tun, aber es braucht natürlich auch diese Bereitschaft, mit sich selber zu sein und sich nicht in dieser Paarbeziehung völlig zu verlieren. Also ich mache nur was, wenn mein Mann mitmacht oder umgekehrt. Und auch die Großzügigkeit, ich vergleiche das so ein bisschen mit Tennisspielen. Wenn zwei Leute auf dem Platz sind und Tennis spielen und einer hebt den Schläger und schmeißt immer einen Ball drüber und der andere nimmt nicht mal den Schläger in die Hand, dann bleibe ich da nicht noch 10 Jahre. Der wird den Schläger nicht in die Hand nehmen. Dann suche ich mir ein anderes Feld oder spiele oder lerne Trommeln. Aber es bringt nichts. Also, oft, was wir nicht tun, ist, wir sagen nicht wirklich genau, wie wir uns dabei empfinden. Also statt zu sagen, das ist eine höchst unbefriedigende Lösung für mich, so eine Partnerschaft ist für mich enorm schwierig zu halten. Bist du denn zufrieden mit unserer Partnerschaft? Und dann ein Gespräch darüber zu haben, überhaupt, es ist im Idealfall natürlich schon vorher, aber wer macht das schon vorher? Wie stellst du dir eine Beziehung vor? Was hättest du denn gerne? Was ist für dich eine ideale Beziehung? Was willst du gar nicht haben? Also das sind einfach Gespräche, die braucht es eigentlich. Aber gut, wir sind verliebt. Die braucht es immer wieder. Die braucht es wieder. Absolut. Und wieder. Genau. Immer wieder, weil wir verändern uns ja und das kann sein, dass das, was ich dachte, was stimmt, mag für den anderen überhaupt nicht mehr so sein. Ja, und noch eins, eine Beziehung, wie sagt man im Englischen, energy flows where focus goes. So funktioniert auch Beziehung, wenn ich diese Gespräche führe, wenn ich bereit bin zu einer gewissen Auseinandersetzung, auch mal zu einem gewissen nochmal Knirschen im Getriebe, nochmal Schleifen, nochmal das Thema rumdrehen zwischen uns beiden, dann ist es manchmal anstrengender. Also ich bin mir sicher, dass viele Leute die Beziehung zwischen meinem Mann Wolfram und mir denken würden, oh mein Gott, warum kaufen die sich nicht einen Fernseher? Das ist doch viel praktischer und einfacher. viel einschlafender. Ihr wollt eine wache Beziehung führen. Und zu einer wachen Beziehung gehören diese Prozesse zwar wieder und wieder. Und das Tolle ist, dass sich, weil wir die Prozesse, weil wir nicht kneifen vor denen, wächst die Beziehung. Und die Beziehung ist nicht, oh, super, der ist ideal, ich bin ideal und wir beiden tun uns jetzt zusammen. Der Letzte, der hat es mit der Seele nicht kapiert, jetzt nehme ich den und es läuft durch. Keine Beziehung funktioniert so, sondern wir brauchen immer wieder dieses nach innen hören und dann kriege ich in der Tat diese Signale meiner Seele, dann spricht da in meinem Körper was sehr laut, dann sagt mir mein Herz sehr deutlich, du, das hier tut dir nicht gut. Und dann muss ich die Pressesprecherin meiner Seele sein und aufstehen und sagen, hör mal, mein Lieber, da gibt's heute Abend noch was zu sagen und dann geht's los. Das ist total wichtig, dass ich mich fordere und meine Beziehung und mein Leben fordere, damit es alles so ein bisschen weicher und durchlässiger wird, weil ich empfinde immer so, die Seele, die braucht das, so eine gewisse Durchlässigkeit, wie du das eben auch gesagt hast, das ist nicht so oder so, sondern da müssen wir so einen Raum schaffen, in dem sie sich zeigen kann. Es braucht ja so eine, wie du auch sagst, so eine Offenheit und so eine Beweglichkeit. Es gibt eben nicht nur eine Sache, die für alle richtig ist. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ihr seid lange verheiratet, ich hatte diverse Beziehungen in meinem Leben. Und, multiple Persönlichkeit und diverse Beziehungen. Sie und sehen. Diverse Beziehungen, genau. Und ich habe mir keine von diesen Trennungen leicht gemacht, aber es rückblickend, wenn ich die anschaue, bin ich heute immer noch völlig in Frieden mit jeder meiner Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und das bedeutet ja, dass wir, weil ich höre so auf meine Seele, dass wenn ich merke, ich bin in einer Beziehung und das ist nicht was schwingt mit mir, dann kann ich das nicht lassen, auch weil es
auch weil es Konventionen oder Versprechen oder Absolut. Vorteile oder was immer das ist, ich kann es nicht behalten, sondern ich muss es loslassen. Und loslassen ist ja auch immer eine wunderbare Übung. Am Ende des Lebens lassen wir alles los. Und das muss ein bisschen trainiert werden vorher. Also loslassen ist immer ganz nett. Absolut. Und es schleift uns ja auch wieder und macht uns weicher. Das ist ja auch ein super quälender, anstrengender Schritt, wenn man etwas loslässt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch erleichternd. Ich meine, wir kennen das alle. Wir haben ein Geheimnis, wir haben nichts gesagt und endlich sitzen wir da, Tränen überströmt und teilen uns mit und am Ende fühlen wir uns endlich, warum habe ich das nicht vorher gemacht? Weil es so erleichternd ist, die Wahrheit zu sagen. Ja, total. Liebe Sabrina, du hast über all das einen Online-Kurs gemacht, der nächste Woche, genauer gesagt am 4. Oktober rauskommt und der heißt Folge der Sehnsucht deiner Seele. Ich hoffe, wir haben sie alle heute animieren können, dieser Sehnsucht der Seele überhaupt erstmal aufzuspüren und im allerbesten Fall sich immer wieder neu mutig darin zu üben, ihr auch zu folgen. Das Ding ist nur ganz kurz, spirituelles Leben muss das Leben leichter machen. Mhm. Wenn es das nicht tut, vergiss es, dann mach was anderes. Und das aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich gesehen habe, mein Leben ist so viel, also es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was es vorher war, weil man Sachen aufräumen kann. Das Aufräumen muss auch nicht unglaublich furchtbar sein, sondern man schaut sich was an und denkt sich, ah, will ich das so machen oder will ich das anders machen? Und dann kann man es Stück für Stück verbessern, damit ich mich wohlfühle in meinem Leben. Und je wohler ich mich fühle, desto mehr Freude und Liebe, Liebe ist ja nicht kein Gefühl, Liebe ist ja auch ein Benehmen. Wir sind Liebe oder wir sind sie eben nicht. Und je mehr wir uns wohl in uns selber fühlen, desto mehr sind wir ja Liebe. Sie ahnen alle, dass Sie in diesem Online-Kurs was über die Seele, was über Ihren Körper, was über die Liebe lernen können. Sabrina, was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, was der Online-Kurs uns schenken kann? Oh Gott. Ja, schenk mich an. Schenk mich an, ja. Wach zu sein, zu verstehen, wo stehe ich und wo kann ich hingehen? Ich weiß noch, wie ich eine junge Frau war und gedacht habe, so will ich nicht leben, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich es denn jetzt machen sollte. So will ich es nicht, aber wie geht denn das jetzt? Und das, glaube ich, ja, das kann man auf verschiedene Arten und Weisen lernen, unter anderem eben auch so. Liebe Sabrina, ich danke dir von ganzem Herzen. Wir führen viele solche Gespräche. Ich wünsche allen, die hier zuhören, dass sie auch Menschen haben und gute Freunde und Freundinnen haben, mit denen sie solche Gespräche führen, weil das macht es so viel tiefer, so viel lebendiger und so viel freudvoller. Ich danke dir dafür und ich hoffe, dass wir vielen einen guten Impuls geben. Liebe Sabrina, für dich. Danke dir, Eva. Tschüss. Grüß an Wolfram. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, ich kann Ihnen wirklich nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ein Leben, in dem Sie der Seele und der Intuition folgen, das ist wirklich von einem perfekten Navi in einer völlig unbekannten Landschaft ganz präzise, mühelos und ohne Nachdenken geführt zu werden. Und seien Sie sich sicher, Ihr inneres Navi ist das Genialste und das Loyalste, das es überhaupt nur gibt. Ihm zu folgen und damit das eigene Leben wieder auf die richtige Spur zu bringen. Darum geht es nicht nur im neuen Online-Kurs von Sabrina, sondern auch auf meinem großen Frauentag in München am 13. Oktober. Und ich glaube, es ist so ziemlich niemandem ergangen, wie sehr ich mich auf diesen Tag freue. Wir sind jetzt tatsächlich, ich kann das manchmal gar nicht glauben, fast 400 Frauen bei Die Kunst, Frau zu sein. Und meine Intuition lässt mein Herz gerade wirklich hüpfen und sie sagt mir, das wird ein großartiges Fest der Weiblichkeit. Und deshalb gibt es ab heute für die allerletzten 8 Tickets einen 20% Rabattcode. Und die 20% Rabatt, die bekommen Sie für die nächsten 24 Stunden mit dem Rabattcode PODCAST20. Also wenn Sie noch
bei den allerletzten mit dabei sein wollen, dann jetzt. Und den Link für den Rabattcode und zum Online-Kurs von Sabrina finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes. Und wenn Sie noch eine Freundin haben, die Sie ermutigen wollen, endlich Ihrer Intuition zu folgen, endlich von was loszulassen, was Ihr Kopf ihr sagt oder die anderen, endlich einen mutigen Schritt zu wagen, dann teilen Sie gerne den Podcast. Und natürlich freuen wir uns über gute Bewertungen bei iTunes. Und natürlich sage ich Ihnen auch heute wieder, vergessen Sie nicht, Liebe kann alles. In diesem Sinne sage ich Tschüss und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss! Das war Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst.